Stellen Sie sich vor, Sie sind auf einem Festival mit mehreren Bühnen und wollen wissen, was jetzt gerade auf der Nachbarbühne los ist. Dann können Sie in Zukunft ganz einfach auf Ihrem Handy nachschauen und von einer Bühne zur nächsten switchen. 5G macht das möglich. Und damit herzlich willkommen zum Innovationsmagazin der Salzburg AG. Mit der Innovation Challenge geht die Salzburg AG jedes Jahr auf die Suche nach den besten Ideen und neuesten Entwicklungen in Sachen digitale Plattformen, 5G oder Smart Energy. Und das wiederum kann vieles bedeuten, wie über 300 Start-ups von fast allen Kontinenten der Erde erst kürzlich bewiesen haben. Mit dem Erwerb der 5G-Lizenz kann die Salzburg AG zwei Geschäftsfelder abdecken. Zum einen kann sie ca. 30.000 bestehende Kunden mit schnellerem Internet versorgen und zum anderen werden für Geschäftskunden verschiedene 5G-Services entwickelt. Da redet man zum Beispiel von Dingen, die fahren, ob das jetzt Autos sind oder Kabelstapler, die könnte man in einem begrenzten Firmengelände zum Beispiel fahren lassen. Also ob das 10 oder 50 oder 100 sind, ist egal. Über diese 5G-Wolke könnte man diese fahrenden Kabelstapler steuern. Der Schwerpunkt der aktuellen Innovation Challenge der Salzburg AG liegt in 5G-Lösungen. Die Firma Smart Mobile Labs aus München hat es in die dritte Runde geschafft. Mit ihrem Projekt Low Latency Video verleiht sie Besuchern von Events zusätzliche Augen. Eine klassische Funktionalität wäre natürlich, dass wir die Infrastruktur liefern, damit die Veranstalter vom Electric Love Festival es wiederum ihren Kunden ermöglichen, auf dem Handy aus den ohnehin bestehenden Kamerastreams auszusuchen, was sie sehen wollen. Sie stehen an der Hauptbühne, können auf ihrem Handy einfach auf ein anderes Fenster klicken und sehen, was auf der anderen Bühne gerade passiert. Dieses Feature wird zum Beispiel in die App des Veranstalters integriert. Lädt sich der Besucher die App herunter, kann es genutzt werden. Smart Mobile Labs muss jetzt bis März 2020 beweisen, dass ihr Projekt auch tatsächlich unter realen Bedingungen funktioniert. Das Projekt mit dem Namen Energized ist ein Lernmodul, das mit der Innovation Challenge 2018 seinen Durchbruch erlebt hat. Und dabei dreht sich alles um Augmented Reality, was so viel bedeutet wie Erweiterung der Realität. Die Salzburg AG hat Energized erfolgreich an Salzburgs Schulen gebracht, wie zum Beispiel an die HTL Hallein. Was bedeutet schonender Umgang mit Ressourcen? Und wie beeinflusst das unsere Lebensqualität? Ein Thema, das schon in der Schule seinen Platz finden sollte. Mit dem Oberstufenschulprojekt Lebensadern geht die Salzburg AG genau auf dieses Thema ein. Neu ist das Augmented Reality Lernmodul Energized. In der HTL in Hallein testen Schüler zum ersten Mal den virtuellen Escape Room. Also konkrete Vorstellungen habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Also ich kann mir vorstellen, dass wir da einige Rätsel zum Lösen haben. Wir haben da jetzt eben die Rooms schon aufgebaut und ja, was genau kann ich aber noch nicht sagen. Ich bin schon gespannt, was kommt. Also klingt schon sehr interessant und vor allem auch, was man da jetzt sieht an der Tafel, klingt schon sehr interessant und vielversprechend. Ja, also ich lasse mich da komplett überraschen. Die App Energized entstand aus der Innovation Challenge Nummer 3 der Salzburg AG. Es ist die spielerische Wissensvermittlung über Energie, Mobilität, Wasser und Kommunikation. Das Ganze funktioniert mittels eines Escape Room Szenarios und Augmented Reality, also die Einbindung der realen Umgebung über die Tablet-Kamera. Nun, Lernen heißt ja nicht unbedingt Schweiß und Blut, sondern es darf ja auch Spaß machen. Und das Besondere dabei ist, dass man das Wissen und die Informationen, die wir ja vermitteln wollen, die die Jugendlichen auch brauchen, auf eine Art und Weise vermitteln, die die Jugendlichen mögen. Mit modernen Medien, mit digitalen Medien, interaktiv und selbsterklärend. Und ich glaube, das ist das Geheimnis des Erfolgs. Hält man das Tablet auf ein zuvor angebrachtes Bild an der Wand, öffnet sich der entsprechende Escape Room. Wie in realen Escape Rooms gilt es auch virtuell, Rätsel zu lösen, um schlussendlich den Raum verlassen zu können. Dabei geht es knifflig zu. So muss zum Beispiel Wasser auf einen Heizkörper und einem Fenster gestellt werden, damit im später angelaufenen Fenster ein Code sichtbar wird. Den Jugendlichen gefällt die neue Art der Wissensvermittlung. Lösen von Herausforderungen im Team, über den Tellerrand hinausblicken und lernen, gepaart mit einer Emotion. Da bleibt das erworbene Wissen tief verankert in der Birne.
Also ich finde es wirklich super. Also so ein Erlebnis haben wir selber noch nicht gehabt. Ich war auch noch nicht in die, sage ich jetzt mal, wirklichen Escape Rooms drinnen. Aber so als Spiel finde ich es auch wirklich genial gemacht. Da sind die Hauptinformationen eigentlich eingepackt. Es ist nicht voll viel Stoff, was man da macht. Aber ich denke, die Hauptpunkte kommen voll gut aus und man lernt schon viel dazu. Auch den Lehrern ist die Begeisterung der Schüler nicht entgangen. Womöglich wäre die App eine gute Ergänzung im Unterricht, um komplexe Aufgaben spielerisch zu lösen. Ließe sich sicher sehr gut machen bei uns, weil wir haben da viel Laborunterricht, wo wir kleinere Gruppen haben. Und so gesehen wäre das eine super Ergänzung, dass man das manchmal dann im Laborunterricht macht und dadurch Aufgabenstellungen, komplexe Aufgabenstellungen gemeinsam löst und viel Freude dabei hat. Die Teilnahme am Oberstufenschulprogramm Lebensadern ist kostenlos. Einfach online anmelden und das Wissen aus der Praxis mit den Schülern nutzen. Ein weiteres innovatives Pilotprojekt der Salzburg AG ist die MyFlexbox. Und dieses Projekt befindet sich gerade in der Proof-of-Market-Phase, also in der Testphase. Und es geht dabei um intelligente Schließfächer. Der Online-Markt boomt. Doch die Zustellung der Pakete stellt Lieferfirmen und Empfänger vor immer größere Herausforderungen. Eine für beide Seiten zeitunabhängige Lösung kann zukünftig der Smart Locker sein. Mit dem Smart Locker der Salzburger AG, genannt MyFlexbox, betritt das Salzburger Energieunternehmen neue Pfade abseits des Kerngeschäfts. MyFlexbox ist ein Smart Locker, der es ermöglicht, anbieterunabhängige Pakete zu übergeben. Das heißt, bei uns können alle Anbieter, alle Paketdienstleister, die Post, die DHL, die DPD, können alle bei unserer MyFlexbox einlagern und der Kunde hat die Möglichkeit, zeitunabhängig und flexibel seine Pakete abzuholen. Die Einsatzmöglichkeiten sind vielfältig. So zum Beispiel nutzt die Salzburger Einkaufsgemeinschaft Fair Apples den Service der Salzburger AG. Beheimatet im Süden von Salzburg bedient Sabine Wiesinger ihre Kunden im Norden mit Hilfe der MyFlexbox in der Bayerhammerstraße. Die eingegangenen Online-Bestellungen werden dort von ihr hinterlegt. Der Kunde kann seine bestellten Waren dann zeitlich unabhängig abholen. Ein Warenaustausch, der für beide Seiten Vorteile bietet. Die Flexbox bietet uns die Möglichkeit, auch Kunden, die weiter weg sind, von uns anzusprechen. Es ist für uns ein einfaches, flexibles System. Es ist leicht zu bedienen, sowohl für uns als auch für die Kunden. Ich kann mir einteilen, wann ich die Flexbox beliefern, bin nicht abhängig von irgendeinem Stau in der Stadt, von schwierigen Zeiten. Und die Kunden können auch wählen, wann sie kommen. Also das ist ein großer Vorteil für uns. Die Adressierung der MyFlexbox ist einfach. Nach einer einmaligen Anmeldung bei myflexbox.at wird ein Account erstellt. Danach wird in der Online-Bestellung einfach in der Lieferadresse zusätzlich MyFlexbox inklusive ID angeführt. Somit weiß das Lieferunternehmen, wo das Paket deponiert werden soll. Ist das Paket eingelangt, erhält der Empfänger eine Benachrichtigung per E-Mail oder SMS. Also wir wollen, dass es so weit geht, dass der DHL-Paketbote gar nicht mehr zu dem Kunden nach Hause fährt, sondern grundsätzlich alles in die MyFlexbox liefert und dass der Kunde auch von sich aus sagt, ich möchte sowieso alles in die MyFlexbox haben. Und so ist es schon in vielen anderen Ländern, dass die Smart Locker-Zustellart die erstpräferierte ist und alles andere ist eigentlich danach eher schon oldschool bzw. umständlich. Aber nicht nur externe Einsatzmöglichkeiten bietet die MyFlexbox. Auch betriebsintern eröffnet das intelligente Schließfachsystem zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten. Vom Hinterlegen der Schlüssel der Firmenfahrzeuge über interne Pakete bis hin zu defekten Laptops ist alles möglich. Die MyFlexbox ist ein Innovationsprojekt der Salzburger AG und wir sind gerade im Proof of Market. Das heißt, wir haben jetzt das Produkt entwickelt, wir haben jetzt die ersten Kunden und wir schauen jetzt einfach, dass wir wirklich das Produkt so am Markt platzieren, dass wir da von dort an skalieren können und das Produkt wirklich groß machen können. Die MyFlexbox ist für normale Kunden kostenlos nutzbar. Bei Heavy-Usern mit täglichen Paketen wird eine Flatrate angedacht. Mit der MyFlexbox steht somit der smarten Paketübergabe zukünftig nichts mehr im Wege. Das Innovationsmagazin der Salzburger AG sehen Sie ab sofort regelmäßig. Wir freuen uns, wenn Sie wieder einschalten. Bleiben Sie gespannt auf neue Entwicklungen. Bis bald.